Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja. Ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. Oh ja. Ja, weil wir gehen jetzt heute zum Tisch des Herrn. Der Herr, ja, Jesus lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Und darum soll es heute, darüber soll es heute gehen. Ja, jetzt möchte ich aber zuerst beten. Danke, Jesus, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Danke, Jesus, dass du uns berufen hast, Gemeinschaft mit dir zu haben, bei dir zu sein, von dir zu lernen, mit dir zu speisen, dass wir gestärkt werden an Körper, Seele und Geist, vor allen Dingen am Geist. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du meinen Mund füllst, dass du durch mich hindurch sprichst. Und ich bete, dass du die Herzen öffnest, all jener, die jetzt hier sind und all jene, derer, die das Wort später hören. Und ja, sprich du zu jedem Einzelnen, Heiliger Geist. Ich danke dir für dein Wirken. Amen. So, ich habe es ja schon kurz vorweggenommen. Guck mich so. Es geht heute um Psalm 23, Vers 5. Da heißt es in der NEÜ: Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir einen Tisch, nimmst mich herzlich in Empfang und schenkst mir den Becher voll ein. Amen. Wir werden uns heute hauptsächlich um diesen Vers drehen. ja, wusstest du, dass Jesus dir einen Tisch bereitet hat? Ja, wo wir lecker essen können, wo wir lecker gestärkt werden können, wo wir einfach mit ihm Gemeinschaft haben können. Ja. Yahweh, der Vater, hat dir persönlich einen Tisch gedeckt. Ja, wir lesen das so oft im Psalm 23, gehen das so schnell drüber hinweg. Wir wissen, dass Jesus der gute Hirte ist, der uns führt, der uns ja, versorgt. Aber dass er uns auch diesen Tisch gedeckt hat. Mit allem, was wir zum Leben brauchen. Denn Gott, der Vater, hat gesagt, der ich meinen Sohn für euch hingegeben habe, sollte euch ich nicht euch alles andere mit dazu schenken. Das ist Römer 8, 32. Ja? Gott, der Vater, hat für uns so viel reichlich, also die Fülle der Fülle, die Fülle aller Gottheit geschenkt. Und wir haben Zutritt, wir haben Zugang dazu. Und wie oft vergessen wir das? Wie oft vergessen wir das, wenn wir abgelenkt sind, wenn wir bedrängt sind, wenn der Alltag mal wieder tobt, wenn dies oder jenes ist. Ja. Und durch Jesus haben wir Zutritt zu diesem Tisch. Durch Jesus, weil Jesus sich hingegeben hat. Ja. Und jetzt schaust du vielleicht in diese Predigt rein und denkst, ja, ich kenne ja Jesus gar nicht. Auch trotzdem hast du Zutritt zu diesem Tisch. Du kannst herzutreten zu diesem Tisch und Jesus kennenlernen. Dazu möchte ich dich einfach herzlich einladen, wenn du jetzt gerade da ins Video eingeschaltet hast, bevor du wieder wegschaust. Bleib dran, wenn du Hunger hast nach der Wahrheit, wenn du hungrig bist nach mehr von Gott. Bleib dran, ich ermutige dich. Ja, ja. Ich war mal in einer Veranstaltung und da wurde dieser Tisch des Herrn aufgebaut. Und ja, da lag ganz praktisch, lag da eine Bibel, da stand eine Kerze, da stand Brot und da stand Wein oder Saft in dem Fall. Da lagen aber auch ein paar Mülltüten und da lag Sonnenmilch oder stand eine Flasche Sonnenmilch und eine Sprühdose mit so Insektenspray oder auch ein Allwetterspray. Ja? Da lag unter anderem auch ein Buch, so ein kleines Heft mit Singen, Beten, Lebe. Ja, da lag aber auch noch so eine kleine Karte mit der Herr ist mein Hirte oder auch so ein kleines Holzkreuz. Ja, der Tisch war gedeckt. Auch lagen da ein paar Gummibärchen, so kleine Tütchen mit Gummibärchen, weil Gott weiß, was wir lieben. Ja, und ja, und einfach so, ich konnte mich an die Müllbeutel nicht erinnern. Ich habe das Foto nochmal rausgeholt und habe gesehen, ja, aber wir können mit allem Müll, den wir irgendwie mit uns rumschleppen, den können wir dann erstmal mit zum Tisch bringen, in den Müllbeutel stellen und dann Jesus geben oder unter den Tisch fallen lassen in die große Mülltonne.
Ja. Wir können mit dem Ganzen, mit allem, was wir haben. Ja? Unter anderem stand dann auch so eine kleine Matroschka, das sind diese Holzfiguren, diese russischen, wo ein kleines drin ist, dann ist ein größeres, wo so mehrere drin sind. Ja? Wir können auch mit all unseren Schichten kommen, wenn wir Dinge noch vor Gott verborgen haben. Und dann eine Schicht nach der anderen ablegen, wenn wir ihn näher kennenlernen, immer näher kennenlernen, einfach immer mehr wir selbst zu sein. Ja? Weil am Anfang fällt uns das schwer, wenn wir zu Gott kommen. Ja? Wenn du vielleicht neu im Glauben bist oder plötzlich kommt wieder irgendwo was hoch, wo du denkst, uch, ich dachte, das habe ich doch schon längst bei Gott abgegeben, ist da immer noch irgendwie diese Schicht da und dann können wir diese Schicht ausziehen und ihm geben. Ja? Es stand aber auch eine Krone auf dem Tisch. Einfach diese Königsherrschaft, dass wir Königskinder sind, dass wir zu dem König gehören. Ja, ja, dieses Sonnencreme, da habe ich mich auch, das wusste ich einfach auch noch, dass da eine Sonnencreme stand. Und es heißt ja in der einen Bibelstelle im Psalm 91, der Herr würde dich schützen, wenn die Sonne stark scheint. Ja, also es ist einfach so ein Teil von Schutz. Gott ist unser Schutz. Und er wird uns auch beschützen. Und dieses Insektenspray, ja, wir können da einfach mal hier das Insektenspray sprühen. Und dann müssen mal die Viecher, die das nicht mögen, einfach verschwinden. Ja? Oder auch das Allwetterspray. Wir können in guten und in schlechten Zeiten, wenn es regnet, wenn es schneit, wenn es echt mieses Wetter ist, dann können wir uns unter den Schutz Gottes stellen. Ja? Und klar, wir können die Kerze anzünden, wenn es uns irgendwie dunkel erscheint oder wenn wir meinen, wir brauchen jetzt Licht, wir brauchen ein bisschen Geborgenheit. Ja? Du kannst dir deinen Tisch selber so zurechtdecken, wie du das möchtest. Vielleicht möchtest du noch eine Decke dazu, die du dich umkuscheln kannst. Vielleicht möchtest du noch, ja, bitte, Fisch, Fleisch, Fleisch, ja, ach so, ein Fisch lag da übrigens auch, ein Holzfisch, ja. Du kannst dir das so zurecht, ja, auch im Geist dir diesen Tisch des Herrn vorstellen. Oder du kannst Jesus fragen, Jesus, was hast du mir heute auf diesem Tisch bereitet? Was ist heute auf diesem Tisch für mich? Was hast du mir heute hier alles vorbereitet, von dem ich nehmen kann? Ja? Das waren jetzt alles, was ich gesagt habe, recht praktische Dinge. Ja? Aber da kann zum Beispiel Frieden und Freude auf diesem Tisch liegen. Und Gerechtigkeit und Glückseligkeit und neue Hoffnung, das, was wir oftmals so brauchen, ja. Und ja, das Einzige, was wirklich auch wichtig ist, dass wir, wenn wir zu diesem Tisch kommen, dass wir in dem Bewusstsein uns an diesen Tisch setzen, wir müssen da nicht stehen bleiben, wir können uns setzen, ja. In dem Bewusstsein, dass wir unserem Schöpfer begegnen. In dem Bewusstsein, dass wir dem König der Könige begegnen. Dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Ja, wir können zu dem Tisch gehen und einfach nur mal kurz sagen, wir nehmen uns jetzt mal kurz, was wir brauchen. Das wird uns auch ein Stück weit begleiten. Angenommen, du brauchst jetzt Freude und greifst einfach mal kurz zu der Freude. Aber diese Freude wird nicht so lange halten, wie wenn du dich mit Jesus an den Tisch setzt. Mit dem Vater an den Tisch setzt, mit dem Heiligen Geist an den Tisch setzt und eben wirklich dich mit dieser Freude erfüllen lässt, mit diesem Frieden erfüllen lässt, das, was wir brauchen. Ja? Wie oft sind wir dabei, ja, ich bete jetzt kurz vor der Arbeit, Herr, gib mir heute meinen Materialkasten mit, gib mir einfach alles, was ich heute brauche und wir greifen uns das schnell vom Tisch und es wird schon ab zur Arbeit. Oder in unser Alltagsgeschäft oder was auch immer. Ja? Vielleicht bist du da draußen, hast ein kleines Kind. Ja? Dann holst du dir kurz Geduld vom Tisch. Ja? Und vielleicht noch irgendwie eine Portion Kraft, weil die Nacht nicht so gut war. Aber wirklich in dem Bewusstsein mit Jesus an dem Tisch zu sitzen, ein paar Minuten, eine Viertelstunde, das macht den Unterschied aus, als wenn wir uns einfach nur was vom Tisch greifen. Ja. In dem Vers vorhin, also vor, ging die Einleitung, vor den Augen meiner Feinde hat Jesus uns diesen Tisch gedeckt, hat Jahwe uns diesen Tisch gedeckt. Vor den Augen unserer Feinde.
Ja? An diesem Tisch, der da aufgebaut war, saß dahinter, war so ein Stofftier. Ja, das sollte diesen Feind symbolisieren. Diese Ablenkung, diese Gefahr einfach auch. Und ja, jetzt kannst du, wenn du auch bedrückt bist, wenn du auch dich gerade angegriffen fühlst und denkst, der Feind läuft jetzt irgendwie neben dir her und versucht dir das Bein zu stellen, dann mach dir bewusst, dass der Tisch Gottes vor dir ist. Du musst nicht erst irgendwo kilometerlang hinlaufen. Der Tisch ist jederzeit da. Nimm dir den Moment Zeit. Fokussiere dich auf diesen Tisch des Herrn. Stell ihn dir im Geiste vor. Und stell dir vor, wie der Feind dir wegen mir auch gegenüber sitzt. Und dann fang das Gespräch mit Jesus an. Weil er sitzt mit uns am Tisch. Der Feind ist auch in der Nähe. Er schaut zu, aber er darf nicht am Tisch sitzen. Der Feind sitzt nicht am Tisch, er sitzt entfernt vom Tisch und muss zugucken. Und dann kannst du dem Feind auch sagen, so, Geist von was auch immer, gerade Geisterbedrückung, ich weiß, du hast es jetzt gerade auf mich abgesehen, aber schau, ich sitze jetzt hier mit meinem König am Tisch. Ja. Ja? Das kann man einfach mal so in den Raum reinsprechen. Oder sagen, so, Feind, du setzt dich jetzt hin und hörst zu, wie ich mich jetzt mit Jesus unterhalte, was ich jetzt mit Jesus austausche, wie ich dich jetzt hier anschwärze. Ja? Manchmal müssen wir diese Dinge einfach plastisch machen, oder? Und das ist einfach so genial. Ja? Und wenn auch der Feind da in der Nähe von diesem Tisch sitzt, kümmern wir uns nicht um diesen Feind, sondern wir kümmern uns um den Tisch und beziehungsweise um den, der mit uns am Tisch sitzt. Und wenn wir Vater, Sohn und Heiligen Geist mit am Tisch haben, Halleluja. Ich meine, das reicht, wenn Jesus oder der Vater oder der Heilige Geist da sind, weil mächtiger, stärker als der Feind ist besiegt. Ja. Aber das ist einfach so, dann fühlt man sich einfach nochmal sicherer, oder? Dann kann man einfach sagen, ist da, aber interessiert mich jetzt nicht, weil ich habe Jesus hier neben mir. Und das ist auch so oft im Leben, ja. Wenn du weißt, dass Jesus mit dir ist, wenn der Heilige Geist mit dir ist, dann musst du noch nicht mal an dem Tisch sitzen, in einer schwierigen Situation, in einem Streit, bei der Arbeit, in einer Auseinandersetzung mit deinem Chef oder mit wem auch immer. Jesus ist jetzt hier, Heiliger Geist. Wie gehe ich jetzt damit um? Ja, gut, also wir dürfen uns immer wieder im Geiste vorstellen, dass der Tisch des Herrn da ist. Was auch wichtig ist, ist, dass wir Hunger und Durst mitbringen. Wer geht zu einer Party, wo ein reichlich gedeckter Tisch ist, zu einem Buffet, zu einem Empfang oder was auch immer und hat vorher sich schon den Bauch vollgeschlagen? Ja? Man sollte auch ein bisschen gegessen haben, damit man nicht mit der Magen nicht gleich dicht macht. Ja? Aber wirklich mit Hunger zu kommen, mit Durst zu kommen zu Jesus. Ja? Weil wir sind so schnell abgelenkt und gesättigt mit Nachrichten, mit irgendwelchen neuen Informationen, mit Dingen, die wir für unseren Körper oder für unsere Seele tun. Wir stopfen uns mit Süßigkeiten voll oder was weiß ich, um irgendwie geerdet zu werden, um wieder in Ruhe zu kommen. Aber das ist nicht das, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen es, dass Gott unseren Geist stärkt. Ja? Wir können es leicht schaffen, dass wir unseren Körper sättigen und auch unsere Seele irgendwie befriedigen und sättigen. Was auf der Strecke bleibt, ist ganz oft der Geist. Und da müssen wir einfach mit Hunger kommen. Müssen wir auch nach der Arbeit, wenn wir vielleicht irgendwie erschöpft und müde sind. Oder wie gesagt, wenn du ein kleines Kind hast und das Kind macht jetzt gerade Mittagsschlaf, einfach mal durchatmen, zum Herrn kommen, zum Tisch kommen und den Geist füllen lassen. Ja. Lass dich stärken und stärke dich selbst. Das Ding ist auch, dass all die Dinge, die auf diesem Tisch des Herrn liegen, all die Dinge, die uns vor auf dem Tisch dargelegt sind, wir müssen sie ergreifen.
Wir müssen selber, nehmen wir jetzt mal das Beispiel mit dem Essen, wir müssen selber uns die Dinge vielleicht auf den Teller tun und wir müssen mit der Gabel oder mit dem Löffel das Essen in unseren Mund schaufeln. Wir müssen dazu den Mund aufmachen. Ja? Und wenn wir mit Jesus reden, müssen wir auch unseren Mund aufmachen, ja? Um einfach auch zu empfangen. Und das nimmt uns niemand ab. Ja? Jesus wird uns nicht füttern. Er sitzt nicht da und sagt, hier hast du wieder einen Löffel, was hättest du denn gern? Und nein, wir dürfen das annehmen. Wir müssen uns das selbst ergreifen. Ergreifen. Ja? Deswegen mit Hunger kommen. Und eben nochmal zurück zu dieser Veranstaltung, wo ich war. Eine Person nahm dann so eine Tüte mit Gummibärchen, machte die auf und aß diese Gummibärchen. Und dann ging bei den anderen so ein Raun. Was, die macht jetzt die Gummibärchen auf? Ja, es ist so ein, das hat mir einfach auch so deutlich gemacht. Ja, das ist so ein Ding. Wir wissen, wir haben es theoretisch, aber wir ergreifen es nicht. Wir greifen nicht zu, wir nutzen das nicht. Wir nutzen nicht die Möglichkeiten, die uns Gott gegeben hat. Ja, da liegt die Bibel. Ja, die Bibel liegt bei uns mit Sicherheit überall auf dem Nachttisch oder auf dem Tisch in unserer Gebetsecke oder wo auch immer. Ja, wie oft schauen wir da rein, wie oft gehen wir wirklich mit Hunger, so sagen mit Hunger, Jesus, ich möchte jetzt von dir was Neues lernen, sprich durch mich, sprich zu mir durch dein Wort, Heiliger Geist. Ja, dass wir wirklich mit diesem Hunger da rangehen. Ja. Und genau, die Ablenkung ist groß, wir können da unsere Handys mitnehmen und auf den Tisch legen, dann klingelt das Handy und dann ist das Handy dann wieder in der Hand statt irgendwie was anderes. Ja. Wir können auch in ein Schnellrestaurant gehen und schnell mal da irgendwo was greifen. Aber das ist nicht das, was uns wirklich sättigt. Ja. Jesus war dafür bekannt, dass er gerne bei Menschen zu Gast war. Er wurde von den religiösen Leitern als ein Fresser und Säufer betitelt, der mit Sündern Umgang hat. Das zeigt uns aber etwas ganz Wichtiges. Jesus ist an der Person interessiert. Jesus liebt es, sich mit den Menschen, sich mit dir und mir, mit uns hinzusetzen. Und mit uns Gemeinschaft zu haben. Jesus liebte es, Gemeinschaft zu haben. Das hat er ganz klar gezeigt. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Auch der Vater liebt es, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er hat uns so sehr geliebt, es hat ihn so sehr verletzt und so sehr wehgetan, dass wir getrennt von ihm waren, dass er seinen Sohn hingegeben hat. Dass sein Sohn Jesus als Gott Mensch wurde, unsere ganze Sünde, unseren ganzen Kram, unsere ganze Schuld auf sich nehmen musste, alle Krankheiten. Sterben, gestorben ist, ins Grab gelegt wurde, wieder auferstanden ist, damit wir Zugang zum Vater haben, damit wir Zugang haben zu Gott. Wir haben diesen Zugang. Wir haben jederzeit diesen Zugang. Wir müssen nicht aus irgendeinem Opfer schlachten, irgendwelche Ziegen schlachten oder sonst Schafe schlachten, um damit in den Tempel zu gehen und irgendwie ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Sondern wir können sofort zu Gott kommen, wenn wir umkehren von unseren bösen Wegen, so wie Jesus noch nicht kennst. Umzukehren, zu sagen, innezuhalten, ich komme an deinen Tisch. Ja? Und Jesus möchte, dass die Menschen kommen. Er möchte, dass er hatte vor uns diesen Eindruck von diesem Lied, kommt ihr Völker, kommt zu mir, werdet heil, kommt zu mir, ihr Völker. Ja. Jesus möchte, dass die Menschen gerettet werden. Er möchte, dass all die Menschen, die auf dem Erdball rumlaufen, sitzen, liegen, was auch immer gerade tun, er möchte, dass diese Menschen zu ihm in Beziehung kommen. Er möchte jeden Einzelnen. Da ist ihm keiner egal. Ja? Und wenn du das jetzt siehst und denkst, ich habe so viel Mist in meinem Leben gebaut und so viel Mist angestellt, Gott kann mich nicht lieben, das ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Bring diesen ganzen Müll, stecken in den Müllbeutel, red mit Jesus drüber und gib Jesus diesen Müllbeutel. Und er wird dich verändern.
Amen. Ja. Genau. Erfreuen wir uns an der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist? Oder ist Gebet so ein, jetzt muss ich nochmal beten. Jetzt muss ich wieder in Fürbitte gehen. Jetzt muss ich in der Bibel lesen. Nein, wir müssen gar nichts. Wir müssen gar nichts. Es steht uns frei. Es ist seine Einladung, ihn kennenzulernen. Es ist seine Einladung, ihm näher zu kommen und uns in seiner Gegenwart verändern zu lassen. Das Ding ist ja, wir kommen ja noch raus, wenn wir uns Gott näher nahen. Er verändert uns. Er verändert uns, er reinigt uns, er heiligt uns. Er gibt uns neue Gedanken. Also im Grunde ist es, sich Gott zuzuwenden, nur ein Gewinn. Abgesehen davon, dass wir ewiges Leben haben, wenn wir zu ihm gehören. Wir haben ewiges Leben. Das kann uns niemand nehmen. Und das ist unser Erbteil. Ja. Auf dem Tisch stand auch eben Brot und Wein bzw. Saft. Ja. Es ist unheimlich kraftvoll, das Abendmahl einzunehmen. Man kann alleine sein, das Abendmahl nehmen, man kann das Abendmahl in der Gemeinschaft einnehmen. Das zeigt einfach ganz klar und bekennt den Sieg Jesu Christi über den Tod, über die Mächte der Finsternis. Denn Jesus hat gesagt, esst meinen Leib, nehmt und esst meinen Leib. Der ist hingegeben für euch. Dann sagt er später, nehmt, trinkt aus diesem Kelch des Blutes. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Da verkündigen wir Jesu Sieg. Wir verkündigen Jesus, wenn wir das Abendmahl nehmen. Und es stärkt uns innerlich. Es stärkt uns. Es reinigt uns. Es ist eine Predigt für sich, das Abendmahl im Grunde. Ja, deswegen. Ja, aber wenn du jetzt sagst, okay, was ist jetzt auf diesem Tisch, was ich jetzt wirklich sinnvoll nutzen kann. Sinnvoll, wenn ich jetzt irgendwie was plastisch brauche, ja, wenn du vielleicht alleine bist, alleinstehend bist oder gerade jemand verloren hast oder wie auch immer oder jemand weg, selbst eine Trennung oder irgendwas und man fühlt sich alleine. Nimm dir Zeit, setz dich an deinen Tisch, lade den Heiligen Geist ein. Lies die Bibelstelle zum Abendmahl zum Beispiel, lies sie laut vor. Das ist Lukas 22, Vers 14 bis 20. Gibt es auch in Markus und in Matthäus. Lies diese Stellen, mach es dir bewusst, dass du mit dem König am Tisch sitzt. Und Jesus hat gesagt, so oft ihr das tut, erinnert euch an mich. Ja? Und gerade wenn wir angegriffen sind, wenn wir krank sind, wenn es gerade irgendwie nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Das Abendmahl hat Kraft. Insbesondere in dieser schwierigen Zeit, in der wir momentan so leben, wo Sorgen und Ängste und alles Mögliche um uns herum tobt. Ja. Nimm dir Zeit, nimm das Abendmahl. Setz dich auch gerne mit einer Freundin, mit einem Freund, mit einem Bruder, mit einer Schwester zusammen und nimm da das Abendmahl gemeinsam. Aber wie gesagt, geht auch alleine. Da ist genau. Gut. Genau. Was auch eine Gemeinschaft am Tisch des Herrn bedeutet, ist Gottesdienst. Gottesdienst, wenn wir Gottesdienst feiern, auch dann sitzen wir in Gemeinschaft mit unseren Geschwistern am Tisch des Herrn. Ja. Und dann hast du vielleicht manchmal den Gedanken, oh, wann ist denn die Predigt endlich vorbei? Das geht heute aber lange. Oder guckst auf die Uhr, weil ich hätte jetzt irgendwie Hunger auf einen Schnitzel oder was auch immer. Ja? Oder du freust dich schon auf den Kaffee danach. Es ist nicht gut. Ich richte dich nicht dafür. Aber ich sage dir eins. Versucht oder bring das in Ordnung mit dem Herrn. Kläre das vom Herrn. Wenn dir eine Predigt zu lange ist, zu lange dauert oder wenn der Lobpreis zu lange dauert oder was auch immer oder du ja, einfach in eine Gebetsveranstaltung kommst, in der Gebetsveranstaltung, im Gebet, in der Fürbitte nehmen wir vom Tisch und reichen das weiter an die Menschen,
für die wir beten. Ja, wir müssen da einfach aus diesen mitunter religiösen Vorstellungen oder was auch immer vorkommen. Also ich weiß, hier ist, glaube ich, keiner da von uns, der sagt, oh, wir haben heute wieder zu lange angebetet oder der Lobpreis war heute zu lang oder die Predigt ist heute zu lang. Ja, aber ihr da online prüft euch, wenn euch solche Gedanken kommen, bringt es zu Jesus. Ja, wie gesagt, ich verurteile euch nicht, aber bringt es zu Jesus. Genau. Jesus hat gesagt, als der Feind ihn bedrängt hat, machte, als er hungrig war, macht ihr doch aus diesem Stein Brot. Und Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Und wenn wir Predigten hören, wenn wir das Wort selber studieren, dann ist jedes Wort lebendiges Brot für uns, das wir essen, das in uns Veränderung schafft, das uns stärkt am Geist und uns vorbereitet oder uns auferbaut. Ja. Wir brauchen diese geistige Nahrung. Unser Geist verkümmert sonst, unser Geist vertrocknet, unser Geist stirbt ab, wenn wir ihm nicht die Nahrung zukommen lassen, die er braucht. Ja. Und genau. Jesus hat auch gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja. Das ist ja dann das mit dem Müllbeutel, einfach mal alles in den Müllbeutel rein. Ja. Und in Matthäus 5, 6 in der Bergpredigt sagt Jesus, wie glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Gott macht sie satt. Ja. Wenn wir all die Ungerechtigkeit sehen in dieser Welt, wir können diese Dinge zu Gott bringen, wir können einstehen im Gebet für diese Dinge und Gott wird uns sättigen. Gott wird Antwort bringen. Ja. Komm mit Hunger und Durst nach Gerechtigkeit zu Jesus. Und wenn die Ungerechtigkeit, die du siehst, es nützt nichts, die irgendwo bei anderen Menschen abzuladen, dich darüber zu beschweren, was da wieder irgendwie schiefgelaufen ist. Wir müssen, und der einzigste Weg, wo wir etwas ändern können, ist, indem wir das zu Jesus bringen. Weil er hat gesagt, ich werde euch sättigen. Er wird uns sättigen. Und er wird uns Gerechtigkeit geben. Ja. Genau. Das hatte ich vorhin schon, was steht auf deinem Tisch. Du kannst dir ja mal kurz einfach vorstellen, die Augen kurz zumachen und dir diesen Tisch des Herrn vorstellen, was bei dir draufsteht. Ja. Wenn du jetzt an diesem Tisch bist, sitzt du schon oder stehst du noch an diesem Tisch? Wo setzt du dich hin, wenn viele Stühle dastehen? Nimm dir doch jetzt genau das, was du brauchst. Greif auf diesen Tisch zu. Zu dem, was dir jetzt gerade am dringendsten, am nötigsten erscheint. Worauf du jetzt gerade Appetit hast, wonach du am meisten Hunger hast. Fühlt sich das für dich an, zuzugreifen? Vielleicht richtest du deinen Blick kurz auf und schaust ins Gesicht von Jesus. Wie ist seine Reaktion? Spricht er zu dir? Sagt er dir was?
können dort noch eine Weile sitzen bleiben. Ich würde jetzt trotzdem einfach nur mal kurz weitergehen. Könnte aber auch zurückkommen und später noch mal an den Tisch gehen. Ja. Ich hatte vor kurzem Geburtstag und ich habe da so einen Gabentisch. Ich habe da all diese Geschenke aufgestellt. Ja. Und gestern Abend guckte ich hin und denkt, es steht ja noch immer alles da. Ja, ich habe es noch nicht weggeräumt, ich habe es noch nicht. Gut, ich war auch zwischendurch krank, aber ja, ich habe das da noch stehen lassen. Und die Dinge, die Jesus uns schenkt, wir können sie da stehen lassen, wir können sie uns immer wieder anschauen. Aber wir können auch, zum Beispiel in meinem Fall, ich kann das Sportgerät in die Hand nehmen und damit trainieren. Ich kann die Marmelade aufmachen und essen. Ich kann den Saft trinken, ich kann das Duschbad und die Bodylotion und das Öl, ich kann das alles nutzen oder ich kann es stehen lassen und angucken. Ja. Die Frage ist, nutzt du deine Geschenke, die du von Jesus alle bekommen hast? Ja. Ich möchte dich da wirklich ermutigen, da immer wieder an diesen Tisch zu gehen und immer wieder diese Geschenke, die ihr bekommt, auszupacken, diese Geschenke anzunehmen, diese Geschenke ja, zu nutzen und zu lieben. Ja. Genau. Ja, so ist das mit den Segnungen, mit den Gaben. Wir wissen, dass wir sie haben. Wir dürfen sie auch nutzen, wir dürfen damit arbeiten. Es sind unsere Werkzeuge, im Grunde sind es Werkzeuge für uns, die Gott uns in die Hand gegeben hat. Ja. Und Jesus ist unser Versorger für Körper, Seele und Geist. Und mir war es heute einfach wichtig, dass wir unseren Geist immer wieder stärken in ihm. David stärkte sich im Herrn, als er in Not war. David stärkte sich im Herrn. Ja. Er war es auch, der den Psalm 23 geschrieben hat. Also es ist, ja, es ist spannend, ja, diese Verbindung dann auch wieder zu haben. Ja. Er wusste, der Tisch des Herrn ist da, er ist für mich gedeckt, ich habe Zutritt, ich kann diese Dinge bekommen. Ja. Ja. Und es heißt dann noch in dem Psalm 23, Vers 5, und Gott nimmt mich herzlich in Empfang und schenkt mir den Becher voll ein. Ja. Gott gibt nicht kleinlich, er gibt über das Maß hinaus. Er gibt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Er gibt uns mehr, als wir uns überhaupt ausdenken können. In ihm ist die Fülle, nur wir dürfen das auch ergreifen. Ja. So seid gesegnet. Geht an den Tisch wegen mir, bastelt euch auch einen Tisch, stellt euch einen Tisch hin, wo ihr zu Gott kommen könnt, wo einfach, wie auch immer, sprecht das mit dem Herrn, besprecht das mit dem Heiligen Geist, was für euch sinnvoll und nützlich ist und seid gesegnet und genau, genießt den Hunger, genießt die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Amen.